Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Watch Dogs. Mein Name ist Gabur. Jawohl, weiter geht's. Ich weiß nicht, machen wir jetzt die Dingens oder machen wir jetzt hier noch so ein paar Nebendailies? Ich habe mich ja gestern doch nicht so blöd angestellt. Nach so ein bisschen gucken wusste ich, wie leicht man den doch da fertig machen konnte. Aber ich glaube, wir gehen einfach bei, Leute, und machen jetzt mal die Kampagne weiter. So, ich brauche jetzt... Ja, komm, wir holen uns jetzt ein Fahrzeug, gehen hier lang, gehen direkt zur Straße und dann geht's los. Haben wir den Scanner an? Nein, jetzt ist er an. Sehr schön. Den finde ich toll hier. So, ab geht's. Oh. Umdrehen. Mit so einem schönen fetten Pickup. Und los geht's. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht wäre das Update schon da. Leider noch nicht. Wenn das Update da ist, dann werde ich wahrscheinlich ein Video machen. Gucken. Oh, oh. Entschuldigung. Wenn dann das Spiel vernünftig läuft, werde ich die HD-Texturen auf jeden Fall aktivieren, weil ich sehe es nicht ein, dass ich ohne diese HD-Texturen spiele. Die Rechner schaffen das locker heute. Ja, alleine wenn alles mit HD ist, das sieht dann schon eine ganze Ecke besser aus. Alter, dieser Pickup, ne? Absolut geil. Erinnert mich an altes Life, was ich zurzeit immer spiele. Finde ich voll geil, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Leute. Ich würde sagen, wir gehen rein in den Knast. Und, werden mal gucken. Na, aussteigen. Was uns da erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Hm. Gucken wir uns später an. Ab geht's. In Schalen. Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Schon heftig, ne? Okay. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sagt Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again. Smith! Hahaha, wie geil, Alter. Alles komplett geändert. Okay, wir sollen irgendwie... Oh Mist. Das war nicht so schlau. Mal abwarten. Vielleicht läuft uns mit uns da einer hin. Ha. Jordi. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann.
Müssen wir den niederschlagen oder wie soll ich das machen? Wir haben nichts dabei. Gedrückt, Leute, aber ein bisschen zu spät. Oh, das wird nicht leicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die Leute wirklich ausschalten soll. Okay. Halt, was war das? Okay, haben wir. Was soll ich jetzt hier machen? Hä? Was ist passiert? Habe ich jetzt noch nicht so ganz... Entkommen Sie aus Ihrer Zelle. Spüren Sie die Überlebenden auf. Ja, ja, das haben wir jetzt ja so langsam schon... herausgefunden. Oh lol. Diesmal erwischt mich der Penner. Gar nicht so einfach. Aber wir müssen auf jeden Fall in den Raum. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. LOL! Zweimal hat es geklappt und jetzt ist nicht mehr. Ihr seid doch alles Arschlöcher. Lass mich das doch schaffen, bitte. Okay, jetzt hat er sich da oben wegbewegt. Ach, leck mich doch. Warum gehst du denn jetzt auf einmal zu mir? Jetzt bin ich aber gerade noobhaft. Ich habe auf jeden Fall den Penner da oben jetzt gesehen, der mich immer beobachtet. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal herausgefunden. Der steht nämlich da oben gleich. Da oben steht er. Ich weiß nicht, ob ihr den da seht, da wo die Kamera steht. Ja, wir müssen auf jeden Fall dahin, wo wir vorhin waren. Das ist alles schon mal richtig. Und den Scan müssen wir natürlich anlassen. So. Ja, natürlich ein ganz schöner Propper da, ne? Und schalten wir gleich aus. Oh, lol. Hey, du da! Du kannst nicht mal! Alter, wie schwer ist denn das bitte? Ja, ob das schwer ist, ist zweierlei. Wir versuchen einfach jetzt mal andersrum zu gehen. Hihihihi.
Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, bin ich wieder entdeckt. Wetten? Nee. Aber das ist die Schwachstelle. Das Ding hier müssen wir erstmal hacken. Okay, also ich muss jetzt erstmal diese Schwachstelle da entdecken, weil diese Schwachstelle muss ich erstmal ausstellen. Das ist mir jetzt auch schon mal klar, aber wo ist diese Schwachstelle? Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Hä? Die führt hier rein. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Kommt. Was ist mit dieser schwulen Schwachstelle da? Den Sinn verstehe ich gerade nicht. Soll's dahin? Verstehe ich nicht, Leute. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Laser oder Satelliten. Aber trotzdem ziemlich cool, oder? Das CTOS sammelt Informationen über wirklich jeden. Und wir können damit spielen. Aber scheiße, muss los. Bis später. Okay, Intrige. Habt ihr gesehen, wer da stand? Okay. Haben wir. Leck mir am Arsch, ey.
Kacke. Okay, wir müssen jetzt nach oben wieder. Okay. Wir sind doch jetzt noch gar nicht ganz oben. Wir müssen noch einen höher. Okay, der Parkpenner steht da wieder drin. Ich denke, wir sollen nach ganz oben. Jetzt steht, dass das da unten ist. Will das Spiel mich jetzt verarschen? Ne, jetzt ganz ehrlich, Leute. Guck mal, da unten ist der Punkt. Hä? Der hat doch gesagt, nach ganz oben. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, den müssen wir ausschalten und hoffe, dass er uns dann diesmal nicht sieht. Dahin. Was hat mich jetzt entdeckt? Also jetzt ganz ehrlich, Leute, was hat mich da jetzt entdeckt? Und er sagt doch, wir sollen nach ganz oben. Aber die Aufgabe ist ja viel tiefer. Da ist zum Beispiel, erreiche den Punkt da vorne. Keine Ahnung, Leute. Verstehe ich gerade nicht, aber gut. Probieren wir jetzt hier lang zu gehen. Okay, jetzt warten wir mal, was der Schwachkopf da macht. Vielleicht können wir auch so hier lang, ohne dass wir ihn ausschalten. Wäre ja schön. Na, 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 na. Verpiss dich doch. Jetzt verpisst er sich. Okay. Wir hacken den mal. Jetzt den. Okay, der geht hier sogar rein. Scheiße.
brauchen aber auf beiden Pipes Strom. Jetzt noch hier unten. Aber wir kriegen da unten keinen Strom. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ah, jetzt haben wir es da. Den so, den so. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Lucky will kein Risiko eingehen. Scheiße, Mann. Ich will auch hier raus. Dann benimm dich. Oh, Bullshit. Seinen eigenen Picasso im Gesicht. Finde ich nicht, Leute. Also, da sitzt noch einer. Hallo. Da ist er. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nicht. Nachdem wir mit dir fertig sind. Ich gehe nicht mit zur Halt dein Scheißmaul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Die sind im Keller, ja. Du bist ein Witzbold. Okay, haben wir gehackt. Und jetzt? Achso, ich muss in den Fahrstuhl. Kriegen wir hier die Tür auf? Wie kriegen wir die Scheißtür auf, Leute? Dreh dich andersrum. Ah, dreh dich andersrum. Alles klar, dankeschön. Dreh dich weg, Mann. Okay. Okay. Telefon. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf.
Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Der haben einen Riegel. Aber du hast gut hingesehen, oder? Los, gib endlich auf, Mann! Lol! Du hast keine Chance! Willst du wirklich den Leichen? Sack nach Hause, Mann! Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Bleib dran, er ist verwundet. Geh wieder in Deckung. Bis am Boden. Hab ihn da drüben. Mach dir selber nicht das Leben schwer. Bin unter Beschuss. Los, die Band. Beamter. Köpfe runter. Oh, Victor Mist. Vorrücken. Über die. Wir haben Verluste. Aus der Schusslinie. Da schießt einer! Ich hab Probleme! Ah! 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 Okay. So war das nicht gedacht! Wo bleibt die Verstärkung? Ich freu mich auf mich schon. Wird gerade geschossen! Oh ne, was bist du denn für ein Spacken? Du schießt auf meine Panzerung und bring mich nicht zum Lachen. Okay, dafür brauchen wir auf jeden Fall die Pumpgun. Boah, leckt mich am Arsch, Leute. Was geht denn jetzt hier ab? Oh, leckt mich fett. So, weiter geht's. Leckt mich am Arsch, Alter. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse... Die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre?
Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, bin dran. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge bei Watch Dogs. Ja, mein Name ist Glabur. War eine geile Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und geile Aufgaben. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, Laui, euer Glabur. Legt euch hin. Bis dann. Tschüss.